Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outcast. Oh mein Gott, ich habe gerade vergessen, mir den Timer zu stellen. Egal. Ich wollte einmal kurz demonstrieren, dass die Lautstärke sich sogar tatsächlich wirklich verändert, wenn wir auf Balance gehen und dann hier ein bisschen nach links wandern. Aber wenn wir das zu extrem machen, und man hört es, ja, ihr hört es, die Musik ist leiser geworden. Dafür hört sich das jetzt ziemlich verzerrt an, muss ich sagen. So, ich bin auch gerade am Überlegen, wo wir denn jetzt gecuttet haben. Wir waren immer noch auf der Suche nach Hesa gewesen. Ich glaube sogar, dass wir eine Erinnerung zu haben, dass es könnte sein, dass der Kerl tatsächlich am anderen Ende des der Stadt ist. Und das verleitet mich dann gerade spontan dazu, Folgendes zu machen. Nämlich benutze ich jetzt einfach mal meinen F-Link. Dann sind wir wieder beim Schamas. Der ist zwar gerade nicht da, doch, da ist er. Aber egal. Ich lege einfach nochmal den F-Link hier hin. Und dann gehen wir weiter. Und die abgehackte Musik geht mir auf den Sack. Das schien nicht der Bettler gewesen zu sein. Mir kommt dieses Haus hier gerade komisch vor. Es ist aber keineswegs komisch. Aktuelle Preise. Ist ein Waffenhändler. Ist klar. Was hat er uns denn so zu verkaufen? Uza SH1 Erweiterung. Wäre nicht schlecht. Ihr hast du deine verfluchten Zorkins. Wäre aber trotzdem nett gewesen. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich hoffe, du verbreitest damit Furcht und Schrecken. Ich denke, es wäre trotzdem gut gewesen, wenn man uns vorher unser Geld angezeigt hätte. Aber wir haben, wie es aussieht, ja noch ordentlich Geld. Warum Cutter jetzt sein eigenes Geld in der Hand hat, weiß ich nicht. Haben wir den Typen etwa gerade abgezockt? Du da! Nee, dir zahle ich keine Zorkins. Ich dachte erst, du wärst der Dieb. Bist du der Dieb? Nein! Ach du Scheiße, es kann doch jeder hier sein. Jeder, der so aussieht, könnte der Dieb sein. Bist du der Dieb? Nein. Was? Wo? Oh, wie es aussieht, kommen wir hier in ein Gefecht. Alter! Ist das irgendwie ein Bug, dass ich durchgehend die Star Wars Musik im Hintergrund höre? Ich meine, der Musikspieler müsste ja jetzt irgendwie inzwischen weiter weg sein. Jetzt ist die Waffe langsamer geworden wieder. Aber die Schüsse prallen ab, das ist wiederum gut. Ah, verdammt! Das war so nicht gedacht. Das war doch mal geskillt. Aber nein. Ich finde, ich habe mich... So, das war's. Ich habe mich relativ dumm gerade angestellt. Bist du der Dieb? Nee. Was ist ein Dieb? Kann man das essen? Nein, kann man nicht. Wäre zumindest komisch, wenn man das könnte. Das muss er sein. Der Kerl hat haufenweise Fässer da stehen. Das muss einfach Hesa sein. Sei gegrüßt. Ich bin froh, dich zu sehen, Ulokai. Dein Besuch ist für mich sehr geschäftsfördernd. Was hast du für ein Geschäft? Ich mache Dealer.
Mein Name ist Zoss und ich bin der beste Pilamacher in ganz Okriana. Nebenbei kann ich alles Glück, das du mir bringst, gut gebrauchen, weil Hesa meinem Geschäft wirklich schadet. Alter! Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, das Spiel abzuspeichern und den Typen dann zu erschießen und dann wieder neu zu laden. Aber weil das so aufwendig ist, lasse ich das mal. Sag mir was über Hesa. Was ist mit Hesa los? Hesa ist der Wasserhändler hier in Okriana. Viele Monde lang hat er mir große Mengen Wasser geliefert, damit ich mein Pilam herstellen kann. Aber vor 4 Monaten hat er mir gesagt, dass er seinen Preis erhöht würde. Warum? Ich glaube, er ist nur auf mehr Zorkids aus. Aber was auch immer seine Beweggründe sein mögen, wenn er seinen Preis erhöht, muss ich wohl meine Pilam-Herstellung einstellen. Warum erhöhst du nicht auch einfach deine Preise? Hast du die Talaner in Adelpha gesehen, Ulukai? Die meisten sind froh, dass sie leben. Geschweige denn, dass sie viele Zorkids besessen. Wenn ich mein Pilam nicht zum selben niedrigen Preis anbieten kann, dass alle es sich leisten können, stelle ich lieber gar keins mehr hier. Das ist sehr sozial. Vielleicht kann ich helfen. Normalerweise würde ich dich nicht mit so etwas belästigen, Ulukai. Aber könntest du mit Hesa reden? Vielleicht kannst du ihn dazu bringen, seinen Preis zu senken. Wenn du das schaffst, würde ich dir meinen gesamten Pilam-Überschuss dafür geben. Ich muss sagen, kann er gerne machen. Ich muss sowieso mit Hesa sprechen. Aber dazu muss ich ihn erst einmal finden. Den Kerl. Oh, wo ist er? Ich muss sagen, die Musik ist jetzt wirklich angenehm leise. Aber dafür, dass sie so angenehm leise ist, ist sie gleichzeitig auch scheiße verzerrt. Alter! Es ist kein Flötenspieler in der Nähe. Aber hey, wen interessiert das schon? Alter, die Musik ist so verzerrt. Das ist inzwischen einfach nur noch störend. Egal. Wo ist hier? Sehe ich das da richtig? 2 Medikits auf einem... 3 Medikits! Alter! Was war... What the? Eine gravierte Kette. Eine gravierte Kette? Da hatten wir doch eine Quest für. Aber schön, dass wir die mal finden am anderen Ende der Karte von da, wo der Kerl ist, der uns die Quest gegeben hat. Aber wir werden hier gerade richtig reich davon, dass wir hier rumlatschen. Ich meine, wir haben ja jetzt nur so 17 Medikits. Alter. Ja, das hat sich wirklich gelohnt, diesen Part hier aufzunehmen. Infobau. Nee, interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wo Hesa ist. Wo ist Hesa? Wo ist Hesa? Info Hesa. Was kannst du mir über Hesa erzählen? Dein Karren fährt kreuz und quer durch Okriana, meistens sehr schnell. Ab und zu kommt er auch mal hier vorbei. Ach so. Er fährt also in einem Karren. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Also muss er ein Ton H besitzen. Also müsste das dieser Typ da hinten mit dem Ton H sein. Folglich. Also ist er da hinten irgendwo.
Das müsste sein Karren sein. Ja. Das heißt, er muss ja in der Nähe sein. Er ist es schon mal nicht. Aber er hat ordentlich Zeugs im Haus. Die ich einsammeln kann. Und da hinten liegt Geld. So, ich hoffe, das war eine gute Demonstration, sodass die Händler auch mal ihre Preise für mich verbessern. Ich weiß ja nicht genau, inwiefern die das machen, ob die für die anderen Talaner die Preise erhöhen oder für mich die Preise senken. Ist mir aber auch jetzt spontan egal. Du bist nicht Heser und du bist auch nicht Heser. Meine Fresse, wo ist der Scheißkerl? Fremde Vegetation mit hohem Adrenalinwert geortet. Ich glaub's auch. So, und jetzt sagt mir mal einer, wo ist Heser? Ich hab langsam keine Lust mehr, den Kerl zu suchen. Schlüssel geortet. Und da hinten sind Kisten an, oder eine Kiste an Zochkins, die zu besitzen nicht unpraktisch ist. Egal, wir haben es ja jetzt in ein paar Sekunden eingesammelt. Nein, das da hinten ist der. Dann muss der das sein. Du da. Stehen geblieben. Wir haben ihn! Wie geht's? Bist du der Ulokai? Zumindest bedeutet das das Zeichen auf meinem Hemd. Ich bin Heser, ich verkaufe Wasser. Willst du Wasser kaufen? Vielleicht später, danke. Dann muss ich weiterarbeiten. Ich habe viel zu tun. Ich muss immer zu Wasser verkaufen. Ja! Wir haben den Kerl. Wir haben ihn. Gib uns die Belohnung. Ich habe deinen Brunnen repariert. Was das? Genau. Ich habe etwas Dynamit in den Brunnen geworfen und schon spuckte er Wasser aus. Er sollte dir für eine Weile keine Probleme mehr bereiten. Ich muss zugeben, dass ich dank deiner Hilfe jetzt mehr Zeit habe. Als Belohnung möchte ich dir gerne das hier geben. Schön! Kann ich ihm nur dankbar sein? Ja, Streit mit Zoss, was habt ihr denn? Ich habe gehört, du hattest einen Streit mit Zoss. Er ist ebenfalls ein sehr beschäftigter Talaner. Aber als ich ihm erklären wollte, warum ich den Preis für mein Wasser erhöhen musste, wollte er nicht einmal zuhören. Dabei blieb mir nichts anderes übrig. Warum? Ich habe sehr viel zu tun und arbeite hart. Mein Kronhaar arbeitet schwer und meine Ausrüstung muss laufend repariert werden. Jetzt weißt du, warum ich nie Zeit habe. Und die Preiserhöhung? Oh ja, ich musste den Preis erhöhen. Weil das Fleisch, das ich esse, das Risi, mit dem ich mein Tronhaar, Domak füttere und auch die Reparaturen an meinem Karren teurer geworden sind. Hä? Was soll das heißen, Kampfhilfe? Was hat denn das mit dem zu tun, was er mir gerade erzählt hat? Kann ich den Streit zwischen euch beiden irgendwie schlichten? Ich weiß, auch du hast viel zu tun, Ulokai. Also werde ich dir in aller Kürze sagen, was geschehen muss, damit ich meinen Preis senken kann. Leg los! Also, da wäre zunächst mal Ominel, ein Händler, in dem Bog, in dem Fleisch verkauft wird. Zack ist ein Händler im Baubog. Und Jago ist ein Händler im Risibog. Diese drei Talaner müssten ihre Preise senken, damit ich auch meinen wieder senken kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Moment! Er verlangt von mir, damit er seinen Preis senkt, dass ich dann erstmal andere Leute dazu bringe, dass sie ihren Preis senken. Ich denke mal, ich werde, da ich ja sowieso noch das ein oder andere zu tun habe in dieser Stadt, ne, ich muss ja nicht zuletzt noch meine 500 Mäuse wieder einkassieren. Das würde ich ganz gerne noch machen. Erstens das, zweitens habe ich ja jetzt diese Halskette gefunden.
Und ich muss noch einen Dieb finden. Ach komm, was hast du zu verkaufen, du? Du Vollhorst. Verzeihung, Kumpel. Was machst du denn? Ach, nicht aktuelle Preise, Objekte kaufen. Gegenstände kaufen. Der hat gar keine Waffen. Das gibt's doch nicht. Du musst doch Waffen haben, Junge. Kannst doch nicht unbewaffnet durch die Gegend laufen. Okay, mit dem haben wir schon geredet. Infofleisch. Was für Fleisch verkaufst du? Verschiedenste Sorten, Urukai. Das beliebteste ist Twon Ha. Oh. Von Zeit zu Zeit biete ich auch Garmor und Ventilator an. Twon Ha schmeckt zwar nicht sonderlich gut, aber es ist am leichtesten zu bekommen. Nee, darum ging's mir jetzt nicht. Ich habe mit Heser gesprochen. Und er sagt, dass du kürzlich die Fleischpreise angehoben hast. Ja, vor kurzem war ich dazu gezwungen. Warum? Da gibt es so ein schönes Relikt aus der talanischen Geschichte. Aber um es zu kaufen, brauche ich noch mehr Zorkins. Ich muss es vor Balasar bekommen. Das ist der Grund? Ja, ich habe es Heser erklärt, aber er wurde wütend. Er versteht mich einfach nicht. Ich sagte ihm, es gäbe doch hier im Fleischburg noch andere Händler, aber er wollte sich keinen anderen suchen. Warum nicht? Er war zu beschäftigt. Ja, das sieht ihm ähnlich. Hör mal, Ominel, wie wäre es damit? Du sagst mir, was dein Relikt kostet und ich gebe dir die Zorkins dafür. Dann kannst du deinen Preis wieder senken, in Ordnung? Nein, dann würde der Gegenstand nicht wirklich mir gehören, sondern zum Teil auch dir. Und das will ich nicht. Also, was kann ich denn sonst tun? Lass mich überlegen. Ja, wenn du mir ein Urubar-Messer bringst, werde ich dir dafür eine Belohnung geben. Dann will ich Balasar wieder überlegen. Nur wenige haben sonst ein Messer zu sehen bekommen, ohne dafür mit ihrem Leben zu bezahlen. Wetten, dass mir das jeder dieser drei Typen sagt, mit dem ich sprechen soll, mit denen ich sprechen soll, das wird unglaublich viel Arbeit. Was weißt du noch über das Messer? Weißt du etwas über die Ogobar? Naja. Die Ogobar leben in den Bäumen. Sie wurden vor Tausenden und Abertausenden von Monden in der Region Okar entdeckt. Viele behaupten auch, die großen Ruinen in Okar seien von den Ogobar erbaut worden. Ich glaube das aber nicht. Und das Messer? Die Ogobar gelten als sehr feindselig und opfern Talaner, wenn sie sie zu fassen kriegen. Ein Talaner konnte ihnen entkommen und berichtete von einem verzierten Messer, mit dem der Anführer auf ihn losging. Ich will dieses Messer haben. Och Mann! War das der Kerl? Was kannst du mir über Balasar sagen? Dieser Lügenbaron? Er will meine Sammlung überbieten, aber seine ist sicher nur voller Dinge, die er anderen Talanern gestohlen. Ist das denn wichtig, wer die größere Sammlung hat? Ich bin Ominel und Ominel wird immer die beste Sammlung haben. Mein Name wird einmal wegen der besten Sammlung alter Relikte in Erinnerung bleiben. Alter, nee. Nee, okay. Das ist doch... Ich hab doch keine Ahnung, wie ich in die Gegend hinkomme. Nein. Diese Quest, die wird wohl doch etwas länger dauern, als ich das gerade gedacht habe. Demnach sage ich auch... Ich beende jetzt so langsam mal meinen Part. Wir werden doch noch ein wenig Zeit in dieser Stadt verbringen, um ein paar Quests zu machen. Wir werden uns auch schon mal wenigstens annähernd mit der Quest beschäftigen, die wir ja heute mit Heser bekommen haben, oder von Heser. Und dann, wenn wir erstmal genügend Quests erledigt haben, denke ich, sind wir dann auch bemächtigt, uns endlich nach Motasar zu begeben. Und ich habe diese Zeit, in die ich gebraucht habe, das zu sagen, auch erstmal wunderbar genutzt. Alter, sprich mit mir. Bist du der Dieb? Du könntest es ja sein, also sprich mit mir.
Alter! Ignoriere mich nicht, kackendreist! Nicht du, der da! Du! Was machst du da? Nee, es ist nicht der Dieb. Alles klar. Ich sag da mal, ciao Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Outcast. Ciao.